Leute, herzlich willkommen wieder zu Pets Track Test. Was haben wir heute für ein Fahrzeug dabei? Eine Mercedes A-Klasse, allerdings A250 Limousine mit 2 Liter Motor, 224 PS, ein reines Serienfahrzeug, hat auch eine 7-Gang-Automatik. Ich muss hier wieder sagen, wir haben 19 Zoll Reifen drauf, Sommerreifen, da bin ich immer auch happy, wenn ich Sommerreifen hier auf dem Fahrzeug drauf habe. Wie die auf der Strecke gleich zur Sache gehen werden, wird nachher auch die Uhr zeigen. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen hier an Bord bei der Mercedes A250 Limousine. Achso, ich habe Mercedes gesagt. Was möchten Sie tun? Alles gut, Mercedes, ich liebe dich. Also der Benz, den wir heute hier fahren, mit dem 2 Liter Motor und den 224 PS und klar Frontantrieb, ne, ist jetzt nicht wie teilweise bei vielen immer noch in den Köpfen drin ist. Hecktriebler ist hier nicht mehr, das ist wirklich Front. Echt sehr, sehr gut abgestimmt. Also dieses Gesamtpaket macht unglaublich viel Spaß. Auch, was ich ja gesagt habe, diese 19 Zoll Sommerreifen, da freue ich mich schon wieder drauf. Ich habe gute Punkte mit dem Fahrzeug hier gefunden, wo ich mich gut drauf einstellen kann, auch präzise ansteuern kann. Das ist halt auch immer ganz entscheidend, wenn man hier schnelle Runden fahren möchte, dass es halt präzise, gleichmäßig ist. Und das macht wirklich Spaß. Also die 19 Zoll Kombination auf diesem Fahrzeug, echt eine Empfehlung, wirklich super. Wir sind jetzt hier allerdings im Sportmodus, nicht im Eco-Modus oder sonst irgendwelche Veränderungen, auch kein Individualmodus, der auch einstellbar ist, sondern alles auch mit aktiven elektronischen Helferlein. Und auch super klasse, diese Durchzugsgeschichte hier mit der PS-Kombination, 224 PS, das Automatikgetriebe schaltet in den meisten Situationen wirklich präzise durch. Ich brauche hier nicht nochmal, könnte ich zwar auch an der Lenkradschaltung nochmal vielleicht das ein oder andere Zehntel rausholen, aber ich glaube, wenn man sich jetzt wirklich tagtäglich mit diesem Fahrzeug beschäftigt, würde das was bringen, wenn man jetzt einfach mal spontan in so ein Fahrzeug einsteigt, finde ich jetzt hier auf dieser Strecke, würde ich höchstwahrscheinlich nicht viel rausholen können. Also es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Auto. Es macht unglaublich viel Spaß zu fahren. Und ja, ich bin auch nachher auf diese Zeit gespannt, die wir hier auf den Asphalt brennen werden. Ich würde sagen, die Auswertung nachher wird spannend. Ansonsten für dieses Fahrzeug muss ich wirklich sagen, der Benz einwandfrei. Er macht Spaß, er ist präzise und das Gesamtpaket für den Alltag wirklich perfekt. Also kann sich jeder selber überlegen, ob er da noch investieren will und nur dieses Image-Ding AMG noch mit drauf haben will oder doch einfach mal ein bisschen günstiger davon kommen will, ist da auf jeden Fall in diesem Auto mehr als gut aufgehoben. Muss ich wirklich sagen, toll, klasse. Vielen Dank! Fazit nach dem heutigen Tag im Mercedes A250. Es war sehr beeindruckend. Wir haben eine Gesamtzeit von 42,9 erreicht. Und das ist wirklich eine tolle Zeit. Der Wagen ist wirklich im Gesamtpaket eins der besten Fahrzeuge, die ich bisher hier gefahren bin. Und ich freue mich auf die nächsten Fahrzeuge, die kommen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Pets Track Test. Ciao!